Ja, wir dürfen heute mal über die Arbeitsplatzsituation, vor allem auch in der Gastronomie, sprechen und das mit einem echten Traditionsbetrieb, nämlich mit dem Postwirt Weißl in Timmelkamm im Bezirk Vöcklabruck. Und Gastronom Matthias Weißl ist jetzt da bei mir. Wie habt ihr die letzten 20, 30 Jahre vielleicht einfach auch wahrgenommen als Familienbetrieb? Wie seid ihr zu Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen gekommen, vom Koch bis zum Kellner? Wie war das üblich früher? Ja, früher war es eigentlich üblich, dass man sagt, okay, man macht irgendeine Stellenanzeige in der Zeitung oder über Connections, sage ich mal. Und das hat sich natürlich alles total geändert. Alles auf Social Media. Anders, glaube ich, findet man momentan keine Fachkraft nicht mehr, sage ich mal. Wir haben da circa vor einem halben, dreiviertel Jahr das erste Mal ein bisschen drüber gesprochen. Ich habe da wegen einer Initialzündung vielleicht auch gegeben. Waren wir da vielleicht am Anfang auch vielleicht ein bisschen skeptisch oder neugierig oder beides zugleich? Oder wie ist es euch da gegangen? Ich glaube einfach beides zugleich. Man hat es halt ein bisschen verfolgt, dass sich das immer mehr bei anderen Betrieben aufbaut. Das große Betriebe sind auf andere Spalten. Und irgendwann muss man sich halt der Zeit ein bisschen anpassen und so funktioniert es eigentlich ganz gut momentan. Punkto Social-Media-Werbung. Es ist eine messbare Werbung, wenn man so will. Ja. Auch das ist, glaube ich, einfach ganz wichtig, dass man es einfach sieht, was kostet einfach die ganze Kampagne, wie viele Bewerbungen habe ich unterm Strich. Auch diese Nachvollziehbarkeit, diese Messbarkeit ist halt einfach ganz wichtig, oder? Genau, richtig. Vor allem kann man es auch wirklich schön eingrenzen, was ich suche, was für Personal ich suche, was für Altersgruppen circa, dass ich suche, für was für einen Umkreis circa. Und das hat schon riesen Vorteile. Ja. Genau, also ich habe jetzt gerade den Werbeanzeigenmanager aufgemacht. 44 Euro hat euch zum Beispiel eine Bewerbung, ein sogenannter Lead für den Koch, quasi dann auf Facebook, auf Meta gekostet. Und gerade bei dem Koch war es ja erfolgreich. Genau, richtig. Da waren wir absolut erfolgreich. Da haben wir einen guten Koch gefunden, der was jahrelang auf Saison war, ist ca. 35 Jahre alt. Und der hat gesagt, okay, ich mag nicht mehr auf Saison gehen, ich mag nicht mehr 6 Tage in der Woche arbeiten, 60 Stunden arbeiten. Und der mag einfach ja, ein bisschen zurückschrauben und hat bei uns in einem richtigen Familienbetrieb einfach Fuß gefunden und das taugt ihm vorher. Und es ist sicher, was wir machen, das eine Ende der Fahnenstange, aber natürlich auch Kompliment natürlich an euch im Betrieb. Es ist auch ganz wichtig, dass ihr als Arbeitgeber einfach attraktiv seid. Das habt ihr wahrscheinlich über die letzten Jahre, Jahrzehnte auch bewiesen. Sonst hättest du auch nicht ein fixes Stammpublikum sozusagen als Arbeitgeber. Was ist euch heutzutage einfach wichtig, dass ihr sagt, okay, als Arbeitgeber, man will nicht einfach links und rechts schauen, sondern man will auch auf die Arbeitgeber einfach zugehen. Genau, das ist uns immer das Wichtigste, nachdem wir einfach Familienbetrieb sind in dritter Generation, wir auch zwei kleine Kinder haben, ist einfach das Wichtigste, dass man die Freizeit mit der Arbeit einfach gut verbinden kann. Und wir machen 4,5 Tage Woche. Wir bieten den Mitarbeitern ein freies Wochenende im Monat an. Urlaub dann, wenn Weihnachten ist, Silvester frei. Und mit einem guten Jahresplan lasst ihr das alles gemeinsam gut verbinden. Dann wünschen wir auch für die Zukunft, für neue Arbeitskräfte alles Gute. Ja, danke.